Wunderschönen guten Abend. Guten Abend, liebe Freunde. Berlin, Busbahnhof. Ich war ja schon letztens hier in der Nähe von dem Funkturm. Ja. Heute gehen wir zum Busbahnhof und ich zeige euch ein bisschen die Haltestelle sozusagen, den ganzen Busbahnhof, okay? Also, gehen wir jetzt einfach hin und checken die Lage, was da so los ist. Man sieht auch schon so ein paar Leute mit Koffern. Und ich bin wirklich gespannt, ob die Leute wirklich verreisen. Ich meine, das sieht auch danach aus. Und ob auch die Busse fahren, das hat mich sowieso interessiert. Deswegen checken wir mal kurz die Lage. Ja. Und ja, Mann, kommen wir so am besten hin, ja. So kommen wir am besten hin, glaube ich. Ja. Kann man da auch durch? Genau, wir gehen mal so lang. Easy. Auf jeden Fall checken wir kurz den Bus heute. Die Haltestelle, um mal sehen, ob da Leute wirklich abfahren. Ich meine, wir sehen Leute mit Koffern, also muss das der Fall sein. Wir laufen straight dahin. U-Bahnhof Kaiserdamm ist das. Ja. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Und ich frage natürlich nach dem Ticket, wo man alles so hin kann. Krass, dass man überhaupt noch reisen kann. Ja, in der Pandemie. Ja. Und krass, dass ich sage, dass man reisen kann. Schon allein die Aussage tätige. Das ist schon der Hammer. Natürlich kann man reisen, Six, Digga. Wir sind doch nicht im Knast, Alter. Ja. Ja. Ah, fuck, Mann. Ah, es ist schon kalt, Freunde. Wie gesagt, ich war letztens hier in der Nähe. Da war ich aber beim Artemis im letzten Video. Und jetzt gehen wir zum Bahnhof. Okay. Busbahnhof. Berlin ICT. Wissen Sie, wo der Busbahnhof ist? Bin ich hier falsch? Genau, hier ist ein Busbahnhof ICC. Wo soll denn der sein? Ja, der ist da hier links drüber. Darin, oder was? Ich glaube, ich kann den auch von hier aus erreichen. Echt, ja, ich kann ja von da. Meinen Sie, ist. Nee. Warten Sie mal. Also, der ist hier so. Okay. Luftlinie. Ach, doch, in die Richtung, ja? Naja, nicht dahin. Was, wenn ich so lang gehe? Ja, das können sie auch machen. So lange, ne? Glaube, alles das klar. Ist egal, ob sie hier oder da lang gehen. Dankeschön, also danke, das ist nett. Glück, ja. Danke Ihnen, danke. Sehr nett, danke. Nette Frau, Freunde, ja. Hier natürlich auch überall Baustellen. Ich fahre schon eine Weile nicht mehr hier, Freunde, deswegen weiß ich schon gar nicht mehr, wo es lang geht. Aber doch, wenn ich jetzt die U-Bahn so sehe. Doch, das war ja hier irgendwann eine U-Bahn und dann rechts. Easy. Ist ja hier in der Nähe. Ja. Jetzt sagen wahrscheinlich einige von euch, ey, du hättest das Video auch da anfangen können. Nein. Ich möchte euch auch ein bisschen was zeigen, hier auch drumherum. Ja. Und ja, ist eine tolle Gegend. Ist wirklich eine tolle Gegend hier. Ja. Hier Berlin, BMW. Ist ein BMW-Laden, oder was? Geil. Könnt ihr mal sehen, was hier so abgeht. Auch diese ganzen Messeveranstaltungen hier finden immer hier statt. Berlin ICT, große Messeveranstaltung, große Hallen. Was ist das denn hier? So ein BMW Tesla oder was? BMW, Freunde. Geiler Wagen. Wirklich sehr, sehr geil. Ja. Berlin Kaiserdamm, wie gesagt. Das ist die U2 oder was war das? Die U2? Ja. Ach genau, jetzt sind wir richtig, jetzt sehe ich das. Und zwar ist dort der Busbahnhof. So war das. Genau, da war der. Da ist der Busbahnhof. Jetzt müssen wir aber hier über die Straße. Und wir haben sogar immer grünes Licht. Das Glück ist immer auf unserer Seite. Ja? Weil wir positive Dinge machen, Freunde. Six ist kein Arsch. Ja? Er war mal schlecht. So, einmal kurz über Rot. Easy going. Ab geht's zum Busbahnhof. So, Freunde. Wir nähern uns dem Busbahnhof. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wer da alles abfährt und wohin alles die Busse hinfahren. Ja. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen kleinen Cut, sonst ist es zu viel rumgelaufen, oder? Bis gleich. So, Freunde, und hier sind wir auch schon. Rewe to go. Dann hast du hier eine Tankstelle, Car Wash, Kossi. Und da gegenüber ist der Busbahnhof. Ja.
Und da gehen wir jetzt hin. Wir sind schon da, besser gesagt. Bin wirklich gespannt, was da so läuft. Ja. Es ist aber cool, dass man immer noch verreisen kann. Wie gesagt, ich finde das sehr gut. Ja. Puh. Hier ist die Tankstelle. Und direkt nach der Tankstelle kommt sozusagen der Busbahnhof. Ja. Hier, keine Ahnung. Ticketstände, aber das sind nicht die besten hier. Ich meine, das ist nicht der eigentliche Ort, sondern das hier. Und hier sind wir auch schon. Da ist der Busbahnhof. Krass leer, Freunde, übrigens. Das sieht echt krass leer aus. Krank. Ich meine, fährt echt nichts oder was? Ich sehe keinen einzigen Bus. Mal sehen, was da drauf steht. Corona hat echt alles auseinandergenommen, Freunde. Sieht aus wie ein Schlachtplatz. RBB-Zentrum ist hier auch. Fernsehstation von RBB. Was steht hier drauf? Bitte beachten Sie. Okay, Abfahrtsinformationen. Das ist der Busbahnhof. Einmal nochmal schön mit dem Finger. Und einmal schön mit mir noch. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen rum und checken die Gegend. Mal sehen, was da drauf steht nochmal. Bitte beachten Sie den Fahrausplan. Fahrplan, bla bla bla, Ansagen. Also es fährt doch wohl was, aber nach striktem Plan. Flixbus, ey, komplett abgesperrt, weiträumig. Kein einziger Bus. Ja. Krass, Mann. Krass. Crazy, man. Da ist der Turm nochmal. Am Funkturm. Ja. Flixbus, wo normalerweise die ganzen Tickets, wo ihr die ganzen Tickets bekommt. Dicht, Alter. Ich glaube, der Laden macht auch dicht. Guck mal hier, die reißen da sowieso schon ab. Seht ihr das? Der macht dicht, Alter. Der macht auf jeden Fall Verlust. Der hat schon auf jeden Fall verkackt. Flixbus machen auch Verlust, kriegen aber staatliche Hilfe. Bla bla Car, bla bla Bus, Eurolines auch Verlust, kriegen auch Hilfe. Ich glaube, der ganze Platz wird hier abgerissen irgendwann. Ja. Dann hier so ein komisches Gebäude hier drumherum. Was gibt es noch? Ihr seht, die Station ist komplett tot. Und das ist hier normalerweise super voll. Ja. Kein einziger Bus, also ich sehe nichts. Ist der Hammer. Das ist echt alles tot. Wir gehen mal ganz kurz näher ins Bahnhof. Krank. Hier fährt echt nichts, Alter. Aktuelle Informationen zum Coronavirus, ja. Meine Fresse, der Shit ist überall. Ja, Bundesministerium für, keine Ahnung, Alter. Genau. Die Toiletten sind offen. WCs sind offen. What the heck? Ja, what the heck, Bro? Aushängeschilder überall. Verbarrikadierungen überall. Was genau haben Sie sich dabei gedacht? Kann man sich da nicht mehr hinsetzen oder was? Also wenn man sich jetzt hier nicht hinsetzen kann, kann man sich doch aber hier hinsetzen. Verstehe ich nicht. Dasselbe dort auch. Hä? Verstehe ich nicht. Oder als ein Zeichen, dass man sich nicht hinsetzen soll. Ja, aber da muss man nicht so ein Brett vorschieben, weil dann kann man ja auch ein Blatt Papier raufkleben, oder? I don't know, bro. What's going on, bro? Bus-Vibes. Berliner Bus-Vibes. Dead, man. Keiner hier, Alter. Krass, man. Schon heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass die Busse fahren, weil ich habe Leute mit Koffern gesehen. Wahrscheinlich aus dem Airport, weil da darf man noch. Noch kann man fliegen und Dinge machen. Schaut mal, im Sommer ist hier eigentlich wirklich sehr viel los. Ja. Krank. Ich mache hier auf jeden Fall noch ein Foto und ein Thumbnail. Und ja, als Anzeigebild auf YouTube. Ein richtig cooles, tolles. Da muss ich mir keinen zusammenbasteln. Shit, Alter. Hier ist auch richtig tot. Toiletten nur offen. Tatsächlich nur Toiletten offen. Verstehe ich nicht. Vielleicht gibt es aber auch so Undercover-Fahrten. Aber ich glaube nicht. Vielleicht bieten die Polen sowas an. Ja. Ihr seht, nichts, absolut nichts, ist der Hammer. Freunde, die Wirtschaft ist Game Over. Aber Car Wash ist offen. So, Auto waschen könnt ihr auf jeden Fall noch und auf die Toilette gehen könnt ihr auch noch. Hallo.
ist der Hammer, ne? Ist alles Game Over. Das ist. Sprechen Sie Deutsch? Nicht? Woher kommen Sie? Ja? Russisch. Russisch? Ah, по-русски разговариваете? Я тоже, да-да. Да. Могу по-русски. Я из Таджикистана. Я Узбекистан. Узбекистан. О, Nachbar, ja? Соседи. Auch Landsmenschen, Freunde, Landsmänner. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Работа уже все. У меня работа смылась. Теперь смотрю, что делают. Они мне деньги платят. За раз, за весь год дали деньги. И теперь только дома сидеть и с женой, это скучно. Я выхожу на YouTube и рублю видео. И их закачиваю. У нас работодатель сидит, мы уже не знаем. А? Ведь вы приехали, да? 500 евро дали, еще 240 за визу дали. Ну? Сюда на работу приехали. Ну? Дали, да? Это раз нас выгнало. А, не дали, да? Окей. Без денег, без ничего, остался вот друг тоже там сидит. А вы сейчас на эту фирму работаете или что вы делаете? Нет, мы на этом. Я водитель, да, на ночь. А, вы ездите, да? Хорошая работа была у меня там. А-а-а. Поэтому поверил, это мошенник, оказывается. Он сюда привез, Hermes фирма. Ну? Маленький мошенник. Окей. Три дня поработали, он... И все. Это за вирус или за что? Или оно просто за него? Я не понял, может он... Что, ну, за него, кстати, да? Да, извините. Ну, сейчас так и так, тяжело, да. Окей, спасибо. Все хорошего. А вы, как вы из Узбекистана такую даль сюда приехали? Да, мы ведь приехали на работу. А-а-а. Ну, работу хотели поменять. Окей. Ну, сказал, хорошая работа из Германии, там, и молодите. Весь назад, да, короче. Охуеть просто. Да, сейчас везде такое. Дурахти, дурахти. Ну ладно, всего хорошего. Дангешин. Всего хорошего. Успеха будет, все нормально будет. 2-3 месяца, может быть, год. Ну тут вам дают деньги, нет? Деньги ничего не дали. Факт. Вы можете подать на деньги? Должны вам дать. Не дают? Окей. Теперь я поработал, хотя 500 евро, но деньги осталось. Окей. Все хорошо, да? Я понял. Ein, wie soll ich sagen? Ein Nachbarsland, Usbekistan. Der Typ hat Russisch gesprochen. Ich habe mich kurz mit ihm unterhalten. Und jetzt übersetze ich gleich, was er erzählt hat. Ist der Hammer. Die haben ihn hart verarscht, Alter. Auf jeden Fall hat es sogar nicht mal was mit dem Virus zu tun. Achtung. Busbahnhof, ihr habt es gesehen. Komplett tot. Ja. Also, der Kollege hat mit mir gerade gesprochen und meinte zu mir, er ist aus Usbekistan nach Latvia gefahren, also Lettland. Da gab es ein Jobangebot. Er ist hingegangen und dann wollte er natürlich mehr. Er meinte, die Gier hat ihn überfallen so ein bisschen. Weil viele haben gesagt, in Deutschland ist es viel krasser, die Jobangebote sind viel besser und Ausländer werden sozusagen besser willkommen genommen, also willkommen geheißen, als die eigenen Deutschen, weil die Ausländer für Kleingeld halt sehr gerne arbeiten gehen. So, er ist dann hergekommen und muss natürlich in der Realität aufwachen, dass er hier überhaupt keinen Job kriegt und aber auch keine Hilfe, kein Hartz IV, kein gar nichts. So, jetzt sitzt er hier, ja, in dieser Toilette und arbeitet sozusagen für 2-3 Euro. Ich meine, ist nicht lustig, schon krass. Und er meinte halt vorhin, dass wie so eine Art Gier. Er meinte, hier gibt es eine bessere Arbeit, ist er extra hergekommen. Er hätte auch in Lettland bleiben können, aber er ist dann trotzdem, hat sich entschieden, herzukommen. Und dann über die Krise aus hat es dann nicht mehr für ihn funktioniert. Aber er meinte, es liegt nicht an der Krise, es liegt an den Typen, der ihn verarscht hat, der Auftraggeber. Ja. Naja, auf jeden Fall, lange Geschichte, kurzer Sinn, oder besser gesagt, kein Sinn dahinter. Wieso kommen die Leute einfach her, wenn sie genau wissen, dass das risikoreich ist, vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Die Leute sehen zu, wie sie selber über die Runden kommen. Deutschland ist nun mal nicht mehr wie als wo ich herkam, 1993, 1990er Jahre, Anfang 2000er. Es ist nicht mehr so. Es ist schon lange nicht mehr so. Ich bin der Meinung, dass das fast überall genau dasselbe ist. Außer die Infrastruktur ist sehr gut hier. Also die Genauigkeit, die Leute sind on time. Und wenn du was wirklich haben möchtest, kriegst du es auch hier pünktlich. Ja, persönlich und pünktlich.
das ist Deutschland noch erhalten, würde ich sagen. Aber der Rest ist halt auch nicht mehr so, wie es war. Ja? Es ist auch nicht mehr das Rechts... Wie nennt man das? Ist noch ein Rechtsstaat, klar. Aber jetzt auch schon so langsam nicht mehr, meiner Meinung nach. Ja? Die Leute werden ja auch so ein bisschen unterdrückt hier schon so langsam. Allein wegen der Corona-Geschichte. Aber auch schon vorher. Zum Beispiel Artikel 13 auf YouTube und habt ihr nicht gesehen. Ja? Und so einige Sachen laufen hier schon langsam schief. Und Deutschland ist halt, wie gesagt, nicht Deutschland wie das vor 20 Jahren. Ja? Oder 25 Jahren, als ich herkam. Ja, auf jeden Fall kam er her, hat seinen Job aufgegeben. Seinen guten Job. Er hat einen richtig guten Job gehabt, hat er gesagt. Da hat er sogar mehr verdient als in Russland oder hier. Und jetzt sitzt er hier fest. Und ja, seine Familie ist angeblich dort. Und krass, Mann. Das sind so Geschichten, wo ich sage, fuck, Mann. Das geht mir schon ans Herz, weil der Typ hat das Ganze auf sich genommen und jetzt sitzt er fest. Und jetzt arbeitet er hier in der Toilette und bewacht die Toilette, oder was? Der hat eine Security-Jacke an. Komische Sache. Auf jeden Fall arbeitet er schwarz, 100%. Das ist eins, ist klar. Und ja, so 3-4 Euro. Ich meine, er kommt immerhin über die Runden wahrscheinlich, aber ja, Mann, was soll ich sagen? Jetzt haben wir das Ganze mit ihm schon hier gemacht. Schon das Thema ausgeschlachtet hier mit dem Typen allein. Egal, das war der Busbahnhof. Der arme Typ, wie gesagt, der tut natürlich leid. Nicht, weil er mein Landsmann oder Nachbarsland ist. Das ist mir echt Schnuppe. Mensch ist Mensch und das müsst ihr hier beachten. Auf jeden Fall war es auch schon mit dem Video Berlin-Kaiserdamm. Ja, U-Bahnhof, also U2. Und das war der Busbahnhof, ihr habt es gesehen. Der war komplett leer. Da war absolut nichts. Ja. Und dann einfach so ein Usbeke, so ein Russe hier an der Seite. Der hat auch erstmal geguckt, als ich mit meiner Kamera ankam, Alter, und mich selbst gefilmt habe. Der versteht Deutschland bestimmt nicht. Der denkt sich, Junge, was ist hier los? Der chillt hier gerade mal seit 3 Monaten oder so. Und denkt sich, was passiert, Alter? Kommt so ein Typ noch vorbei, auch noch aus einem Nachbarsland und filmt sich selber oder was? Der hat schon so geguckt, so, oh, Junge, was ist hier los? So. Er hat schon seine Optik geschoben, so. Naja, wir gehen jetzt runter in die U-Bahn. Und der Busbahnhof ist komplett leer. Ich glaube schon, dass die staatliche Hilfen erhalten. Die größeren Firmen wie Netflix, ich meine Netflix, dieses Busflix oder wie auch immer das heißt. Auf jeden Fall war es das auch schon mit dem Video, Freunde. Berlin-Kaiserdamm, Januar 2021. Wir haben es noch Januar. Morgen haben wir den 1. Februar. Und ja, Berlin-Kaiserdamm, ab geht's in die U-Bahn. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, ganz wichtig. Abonniert meinen Kanal für die Leute, die es immer noch nicht gemacht haben. Und falls ihr persönliche Fragen habt, schreibt mich auf Instagram an, okay? Instagram ist der Shit, okay? Kommentare hin und her, ganz wichtig. Aber Instagram, da könnt ihr mir persönlich Fragen stellen. Außer so komische Fragen, die nicht zum Thema passen oder keine Ahnung. Oder ständig fragen mich Menschen, ey, lass mal treffen. Wisst ihr, wie viele das sind am Tag? Ich meine, ich bin nicht überheblich oder bin irgendwie hochgesprungen oder sowas, aber umso größer das wird, umso mehr nervt das auch. Freunde, ich kann nicht jeden treffen. Wie soll ich das machen? Ich handle auch nach Impuls und am besten will ich nicht Leute aus YouTube treffen. Ja, oder, ja, also bei allem Respekt, nicht weil ich euch nicht treffen will, sondern es ist zu viel, Mann. Ich kann nicht überall hinspringen und das plötzlich und wenn Leute schreiben, ey Bro, du hast mir nicht geantwortet, es tut mir echt leid, aber ich habe ja irgendwo, wenn die Kamera aus ist, auch ein Privatleben, dürft ihr nicht vergessen, okay? Ich kann nicht jetzt einfach springen und dann irgendwo hinkommen und dich treffen. Das müsst ihr so ein bisschen akzeptieren und so ein bisschen tolerieren, so ein bisschen verstehen auch für euch. Wenn ihr an meiner Stelle wärt, da schreibt jemand so dynamisch, da schreibt euch jemand eine dynamische Frage, dann beantworte ich sie, ja, ist kein Problem. Aber dann will er immer mehr und hör mal zu und so, da musst du jetzt hinkommen und so denke ich mir, Bro, hast du selber nichts irgendwie um die Ohren gerade? Ich meine, ich habe jetzt keine Zeit, irgendwo dahin zu kommen und dich zu besuchen in deinem Laden oder mit dir irgendwo jetzt hinzugehen und so. Wenn sich Sachen ergeben und wir uns vor Ort treffen, geil. Ja, wenn ihr mich so auch auf der Straße privat mal zufällig trifft, geil. Go with the flow, das alles hat so einen Sinn. Wenn ihr mich trifft, dann muss das sein, zufällig. Aber so auf erzwungen und so, macht das lieber nicht so. Auf Krampf und so, weil ich antworte auch da nicht mehr, weil es mir zu viel so. Okay, müsst ihr auch verstehen. Ja, und klar, ich verstehe eure Anregung, ich verstehe eure Energie, ich finde das sogar cool, ich feiere das, aber schreibt nicht, komm mal da hin und so, du kriegst das auf den Nacken oder komm mal da hin und so, ich habe Mädchen klein gemacht, lass das lieber sein, das ist unglücklich. Ja. Okay, Freunde, das war's mit dem Video und wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ach ja, wenn ihr ein, zwei Leuten, Mundpropaganda ganz wichtig, meinen Kanal sozusagen vorschlagen tut, ja, den Leuten, das ist zum Beispiel die engen Kumpels oder sonst wer von euch, meinen Kanal zeigt und die sich das angucken. Vielleicht entscheiden sie sich,
dass sie bei mir bleiben und sich meine Videos reinziehen. Wenn nicht, entscheiden sie sich auch dagegen. Ja? Vielleicht, dass sie so ein bisschen Werbung macht für mich. Wäre ganz cool. Danke euch. Das war's mit dem Video. Kaiserdamm, Sophie Charlotte bleibt, Bismarckstraße, bla bla bla. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Peace out, J6.